Herzlich willkommen, liebe Jungfrau. Ich möchte heute eine Legung machen, in der es so ein bisschen um Schicksal bzw. Karma geht oder auch karmische Aufgaben im Leben. Wir schreiben das Jahr 2024. Die Quersumme ist die Zahl 8 und die zeigt immer, dass es da etwas geben könnte, was wir vielleicht aufdecken sollen, worauf wir besonders achten sollen. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass ihr noch mal kurz wisst, dass hier ist eine kollektive Legung. Ich versuche, eure kollektiven Jungfrauenenergien einzufangen. Ich weiß nicht, ob es mir in der letzten Konsequenz wirklich gelingt, dass jeder sich in dem Video wiederfindet, ja? Schaut, was euch berührt, womit ich einen Punkt habe und alles andere lasst ihr da, wo es ist, ja? Okay, ich werde als erstes einmal eine Aufgabe ausarbeiten. Was könnte auf die Jungfrauen zukommen? So, eine zweite Karte wäre an der Stelle nochmal hilfreich, dass ich einen Kontext habe. Okay. Okay. Wir haben hier eine ganz starke Verunsicherung auf dem Tisch liegen. Ich glaube, auch darum geht es. Das ist tatsächlich eine Verunsicherung, ich würde fast sagen, eine Angst, bei der du sagst, das will ich nicht sehen. Das hat keinen Platz in meinem Leben, das will ich nicht, das wird immer schön weggeschoben. Das ist etwas, was vielleicht auch ganz, ganz tief hinten in deinem Unterbewusstsein drin ist, was du aber immer wieder versuchst wegzuschieben. Ja? Du präsentierst dich nach außen als jemand mit einem festen Stand, mit einem festen Sitz, jemand, den man nicht überzeugen muss, jemand, der nicht zweifelt, jemand, der nicht diese Unsicherheiten kennt. Das finde ich hier sehr, sehr spannend. Diese Karte zeigt, wie gesagt, diesen sehr, sehr festen Sitz. Man hat hier einen, ich sag mal, wohlgenährten, reichen Kaufmann, der zu einer großen Party einlädt. Er hat im Hintergrund diese ganzen Kelche. Das heißt, er weiß auch, er hat einen gewissen Wohlstand. Er kann es sich leisten, seine Gäste zu verköstigen. Und gleichzeitig wartet er darauf, dass sie jetzt kommen. Und lässt sich davon auch nicht unbedingt abbringen. Dieser feste Sitz ist tatsächlich symbolisiert durch dieses breite Bänkchen, auf dem er sitzt. Und so präsentierst du dich nach außen. Gleichzeitig habe ich jetzt aber die Chancen auf Klarheit mit dem Ast der Schwerter. Das ist häufig eine verstandesbasierte Karte, beziehungsweise da ist es dann aber auch nicht mehr so ganz angenehm. Die Schwerter haben häufig so eine kühle Energie, die Wahrheit und Weisheit und Verstand mitbringt. Manchmal kann das auch eine Kritik sein, die nicht unbedingt besonders herzlich und warm formuliert ist, sondern eher kühl ist, unter die Haut geht. Und das sind häufig Dinge, die wir nicht so gerne wissen möchten. Es gibt da so ein schönes Sprichwort, was ich im Zusammenhang mit den Schwertern gerne anbringe. Wahre Worte sind nicht immer schön und schöne Worte sind nicht immer wahr. Aber das hier sind die wahren Worte. Das ist wirklich eine produktive Energie, wo jemand dann vielleicht euch auch etwas sagt und damit einen richtig dicken Punkt hat. Ein Punkt, den wir nicht sehen wollen, aber ein Punkt, der eine große Wahrheit innehat. Jetzt kommt daneben gleich der Mond und das ist ein langer Weg. Auf der anderen Seite auch wieder diese sehr starke Verunsicherung, die wir mit auf diesem Weg nehmen. Ich weiß nicht, was genau dich so sehr verunsichert oder Angst auslöst, aber es ist hier so, man wird so wie in so einem unklaren, sehr dichten Nebel gelassen und kann nicht richtig weit gucken. Ja, will das vielleicht auch nicht. Diese Karte impliziert auch immer, wir müssen aus unserer Komfortzone raus, wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen, auch wenn das in dem Moment äußerst unangenehm ist, ja. Aber das Schöne bei Ängsten ist oder das Positive daran, je mehr wir uns damit beschäftigen und je mehr wir diese Sicherheit nach außen hin aufgeben und uns vielleicht auch verletzlich machen, desto besser können wir Ängste und unangenehme Wahrheiten in unser Leben integrieren, ja. Ich hoffe, das macht Sinn für euch. Ich versuche es so gut es geht zu erklären, aber wenn Fragen offen sind, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche zeitnah darauf zu antworten. Wie gesagt, das kühle, scharfe Schwert, was hier eine Wahrheit offenbart, die euch sehr, sehr verunsichert, ne? Die ihr vielleicht auch schon lange weggeschoben habt. Vielleicht ist sie präsent bei euch im Kopf, aber nur in der hintersten Schublade. So, wie könnt ihr das auflösen?
Okay, das ist eine sehr widersprüchliche Energie. Ich sehe tatsächlich, ihr wollt das gar nicht auflösen, ihr wollt euch möglichst dafür verteidigen. Vielleicht ist das auch sowas, ich sag mal, eine ganz, ganz alte Verletzung, die im Hintergrund irgendwie mitschwingt, bei der ihr sagt, nein, das machen wir auf keinen Fall nochmal. Ich muss mich verteidigen, ich muss mich vielleicht auch übermäßig verteidigen, ich muss misstrauisch sein. Da darf keiner an mich rankommen. Ne? Das muss ganz tief versteckt im hintersten Eck meines Verstandes begraben bleiben. Und wenn da irgendeiner rangeht, wenn irgendeiner irgendwas in die Richtung sagt, dann bin ich sofort auf 180, ich verteidige mich, vielleicht auch sehr nachdrücklich, sehr wütend. Und das ist natürlich schwierig. Ne? Das ist schwierig. Guck noch mal, ob ich zu dem Narren noch mal eine zweite Karte bekomme, weil das wäre die Auflösung. Okay. Gut. Das Thema ist hier tatsächlich, du musst da durch. Du musst dich damit beschäftigen. Du musst gucken, wie du damit umgehst, ja? Dieses Wegschieben und dieses Ich sehe das nicht, ne? Vogelstrauß-Taktik funktioniert nicht, ja? Das wird dich in diesem Jahr einholen. Egal, was du tust, egal, wie doll du dich verteidigst, egal, wie sehr du, ich sag mal, auch nach außen präsentierst, dass alles in Ordnung ist, es wird dich einholen, ja? Und dann sitzt du da und bist überfordert. Na, das haben wir hier tatsächlich. Deswegen wäre es ganz gut, das hier nur einmal als Rat von mir an dich. Es liegt natürlich an dir, ob du das annimmst oder ob du sagst, sorry, aber nein, geht gar nicht. Ich bin nur die Tante, die die Karten interpretiert. Ich sage dir, wie du es auflösen könntest. Ob du das dann möchtest, das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt, ja? Wir haben hier einmal den Narren und der zeigt so diese sehr, sehr, wie nenne ich es? Spontanen Energien, offen bleiben. Sich nicht vorher eine Meinung bilden, auch mit einer gewissen kindlichen Unschuld an das ganze Thema rangehen und offen bleiben. Ja, das finde ich hier an der Stelle ganz, ganz wichtig. Es geht hier nicht damit mit irgendwelchen Erwartungen, oh, das tut mir wieder weh, oh, da werde ich wieder Angst haben, sondern vielleicht einfach mal so mit einer ganz kindlichen Energie ranzugehen. Und letztendlich kann der Narr auch immer der Sprung ins kalte Wasser sein. Ja, das finde ich hier an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen. Und nach dem Sprung ins kalte Wasser, ja, kannst du damit hier abschließen. Die drei der Münzen zeigen, ich stelle etwas auf den Prüfstand und dann ist es auch vorbei. Danach bin ich durch damit, danach bin ich fein damit und dann kann wieder was Schöneres in mein Leben treten. Ne? Ich glaube, diese Geschichte hier, die nimmt sehr viel Platz in deinem Leben und in deiner emotionalen Welt ein. Ja, das finde ich hier einmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Auch wenn du da nicht hingucken möchtest, ist es wie so ein schwarzes Loch. Ne? Deswegen, das wäre die Auflösung. Was du natürlich mit dieser Legung anstellst, das bleibt dir überlassen. Ja, das möchte ich nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Und vielleicht fühlt ihr es auch nicht und es ist nicht eure Legung. Auch das ist eine Möglichkeit. So, meine Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt, wenn das jemand sehen soll. Und natürlich über ein kostenloses Abo auf meinem Kanal. Meine Lieben, macht's euch schön. Bis zum nächsten Mal.